Hallo und herzlich willkommen im Mercedes-Benz Sprinterwerk in Ludwigsfelde. Was ihr hier sehen könnt, ist eine Skizze vom neuen, voll vernetzten Sprinter, der 2018 auf den Markt kommt. Doch Daimler ist nicht nur mit dem neuen Sprinter zukunftssicher unterwegs, sondern auch auf dem Weg, die Produktion zu digitalisieren. An dieser Station werden die Außenspiegel angebracht. Da sich jeder Kunde seinen Sprinter so individuell zusammenstellen kann, wie er ihn braucht, ist dieser Prozess schwieriger als gedacht. Es gibt insgesamt 68 verschiedene Spiegel zur Auswahl. Damit hier nichts durcheinander gerät, wird die RFID-Technologie genutzt. Wie das genau funktioniert, kann mir Michael Trunschke erklären. Herr Trunschke, wie funktioniert die RFID-Technologie? Das Ganze funktioniert so, dass wir unsere Bauteile mit Smart Labels ausstatten. Das machen unsere Lieferanten schon. Und die werden dann bei uns hier im Werk kontaktlos ausgelesen über elektromagnetische Wellen. Und welchen Vorteil bietet diese Technologie? Durch die automatisierte Erfassung machen wir unsere Prozesse noch stabiler und sicherer. Und wir wissen jederzeit, welche Bauteile genau am Fahrzeug gelandet sind. Und was sagen da die Mitarbeiter dazu? Für die Mitarbeiter, denke ich, vereinfacht sich der Prozess, weil wir sie so von Routinetätigkeiten entlasten und ihnen die Möglichkeit geben, noch mehr am Fahrzeug zu arbeiten. Und wie sieht das in der Praxis aus? Kommen Sie am besten mit, ich kann Ihnen das zeigen. Super. Früher war es so, dass wir vom Verbau die Spiegel nochmal abscannen mussten, damit wir sicherstellen konnten, dass wir auch die richtigen Spiegel verbauen. Du kannst es hier sehen auf dem Bildschirm. Heute ist es so, dass die Antennen vollautomatisiert die Spiegel erfassen und wir so sicherstellen können, dass die richtigen Spiegel verbaut werden. Hier hinter mir ist gerade ein Sprinter fertig geworden. An dieser Station werden die Spiegel über RFID gescannt und so ist schnell klar, ob all das so eingebaut wurde, wie es der Kunde bestellt hat. Doch das ist erst der Anfang. Mit dem neuen Sprinter wird die Technologie sukzessive auf weitere Bauteile ausgerollt.